Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte für deine nächste Woche schauen, was die so von sich offenbaren möchte. 18. bis 24. Dezember, Sonntag ist Heiligabend. So, wir haben die Acht der Schwerter. Das ist eine spannende Energie, weil es immer so ein bisschen anzeigt, du stehst dir selber im Weg. Oder vielleicht ist es im Moment auch so eine Situation, bei der du das Gefühl hast, du bist in die Ecke gedrängt worden. Du hast wenig Handlungsspielraum. Du hast vielleicht auch irgendwie so einen ganz unklaren Blick auf eine Sache oder auf eine zwischenmenschliche Beziehung, ne? Diese Person trägt wie eine Augenbinde und das heißt, der Durchblick ist irgendwie gerade nicht so richtig da. Gleichzeitig irgendwie, wie gesagt, so ganz gefesselt, ganz feste Energie. Es geht keinen Schritt nach vorne, es geht keinen Schritt zurück. Es kann auch sein, dass hier zum Beispiel finanziell der Gürtel ein bisschen enger geschnallt werden muss, dass zum Beispiel, ich weiß nicht das Weihnachtsfest so opulent aussehen kann oder vorbereitet werden kann, wie du es dir gerne vorstellst, ja. Also von daher so eine ganz enge Energie, so eine, ja, man steht so ein bisschen fest. So, da hat sich eine umgedreht. Und wir haben die Sechs der Münzen daneben. Okay, das ist spannend. Du bist angewiesen auf Hilfe. Du bist angewiesen, dass dir irgendjemand hilft und dir vielleicht auch ein bisschen Kapazität abgibt, ne? Das ist gar nicht schlimm. Also ich bin auch so ein Mensch. Ich kann schlecht nach Hilfe fragen. Also wir haben, ja, das Ding ist halt, du bist hier in einer Position, wo du vielleicht Hilfe brauchst, aber auf der anderen Seite haben wir hier gleich die Lösung des Problems oder beziehungsweise jemanden, der dir helfen kann und der dir auch irgendwie zur Seite stehen möchte. Jemand, der das hat, jemand, der das kann. Und von daher, ich weiß nicht genau, ob du so ein Mensch bist, der gut Hilfe annehmen kann oder vielleicht so ein bisschen auch die Augenklappe, die Augenbinde, ist ja keine Augenklappe, ist eine Augenbinde, dass du im Moment nicht siehst, dass da eigentlich die Hilfe schon vor deiner Nase ist. Jetzt habe ich gerade schon gesehen, ich habe hier die drei der Stäbe unterm Kartenbild und ich glaube tatsächlich hier, es geht in was Erfolgreiches rein. Wir haben hier so eine Energie, es kann erfolgreich werden. Also das heißt, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du steckst hier irgendwie fest. Die Lösung ist vor deiner Nase. Sie wird wahrscheinlich so aussehen, dass es ein Mensch ist, der dich hier unterstützen kann und die dir der oder die dir irgendwie mit einem Reichtum zur Seite stehen kann. Und das kann auch eigentlich ganz praktisch nur so, also es kann auch so aussehen, dass dir jemand ein offenes Ohr leiht und jemand sich anhört, was du zu sagen hast und vielleicht nochmal den einen oder anderen wertvollen Tipp gibt. Und dadurch kommst du in eine Situation, wo du wieder positiver in die Zukunft reinschauen kannst oder man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich kann mich zwar immer noch nicht bewegen, ich weiß aber, wie es danach weitergeht für mich. So, wir gucken mal weiter. Ja, hier ist nochmal diese feste Position, die wird mit dem Herrscher gezeigt. Die feste Position ist, ja, wie gesagt, da ist wenig Bewegung drin. Auch bei dem Herrscher, da haben wir wenig Bewegung drin. Da ist dieser Steinthron, wie gesagt, ganz, ganz präsent im Kartenbild. Das heißt aber auch, man ist so ein bisschen verbohrt, man bleibt auf seinem Standpunkt hocken und mag sich nicht von A nach B bewegen. So. Und das ist natürlich dann schwierig, gerade wenn es hier so einen Leidensdruck gibt oder man das Gefühl hat, irgendwie würde ich mich gerne bewegen. Irgendwie würde ich gerne, dass es weiter vorangeht, aber man kann nicht. Ne? Das Ding ist, was ich jetzt nochmal sagen möchte oder beziehungsweise womit ich mir wahrscheinlich wieder keine Freunde mache, hier haben wir eine Energie, das ist irgendwie hausgemacht. Das ist irgendwie, ja, selbstverschuldet, möchte ich schon fast sagen. Es ist immer so dieses, man hat Chancen bekommen, die sind dann im Umkehrschluss symbolisiert durch diese Schwerter, hat diese Chancen einfach irgendwie mal zur Seite gepackt oder beziehungsweise das Schwert in den Boden gesteckt und gesagt, nutze ich später, nutze ich später. Und durch diese ganzen verpassten Chancen hat man sich in eine Situation reinmanövriert, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht. So, diese Karten sind auch noch rausgefallen. Königin der Stäbe. Und diese Karte finde ich hier tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich erkläre erstmal hier die Schwerter weiter, weil wir gerade so schön in der Schwertenergie drin waren. Auch hier bei dieser Karte geht es um verpasste Chancen und verpasste Erkenntnisse. Eines Abends wacht man auf und denkt sich, wie bin ich denn in diese Situation reingekommen? Und auch hier sind Schwerter nicht genutzt worden. Schwerter stehen für den Verstand, für Klarheit, für
Dinge, die eigentlich logisch sind, ne? Diese Verstandessachen, diese Weisheiten oder beziehungsweise auch eben die Chancen darauf, irgendetwas klar zu sehen, sich nicht blenden zu lassen. Hier ist die Illusion, ja? Und die muss verabschiedet werden. Auch da wurden die Schwerter immer an die Wand gehängt und gesagt, nutze ich später, nutze ich später, nutze ich später. Das sind unbewusste Vorgänge bei uns im Gehirn, ja? Das einmal ganz, ganz schnell so, mal eben kurz gesagt. Aber es ist auch menschlich, dass wir nicht das Potenzial rausholen bei Konflikten, bei zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir eigentlich hätten. Und gerade wenn es um so Sachen geht, wie zum Beispiel, ich möchte nicht sehen, dass irgendetwas passiert, was vielleicht nicht richtig ist, ja, da packt man sich so lange die Möglichkeiten zur Seite oder verschließt so lange die Augen, so lange, bis man eben nicht mehr in der Lage ist, selber zu entscheiden. Und das zeigt hier diese Karte auch sehr, sehr schön. Man bereut etwas, man wacht nachts auf, findet sich in einer Situation wieder oder er realisiert, dass man in einer Situation ist, die nicht schön ist. So, was brauchst du, um da jetzt rauszukommen? Ja, Königin der Stäbe ist hier eine sehr temperamentvolle Feuerenergie. Sie fackelt nicht lange. Also das heißt, sie würde hier keine Schwerter zur Seite legen, sondern sie ist sehr gerechtigkeitsliebend. Sie bringt eine ganz, ganz starke Löwenenergie mit und sie fackelt auch nicht lange. Wenn einer Unrecht tut, ne, dann wird aber dem Menschen der Arsch frittiert. Es kann auch sein, dass du dich hier an eine Königin der Stäbe wendest, ne, jemand, der dir helfen kann, die Augen aufzumachen, etwas wieder realistisch zu erblicken oder beziehungsweise realistisch einzuschätzen, ne? Und Königin der Stäbe fackelt nicht lange. Die frittiert sofort den Arsch und das ist auch jemand, der keine schönen Wörter verwendet, wenn es hier um Wahrheiten geht. Die knallt dir wirklich die nackte Wahrheit auf den Tisch und sagt, hier, guck, was du gemacht hast. Na, wenn du so jemanden kennst, der könnte dir helfen, ja, bringt eine Löwenenergie mit, muss nicht unbedingt eine Frau sein, aber wie gesagt, das ist jemand, der auch ein bisschen unbarmherzig, aber sehr ehrlich dabei ist. Was haben wir hier noch? Pass auf, wir haben hier mit den sieben der Schwertern und der Nee, sechs der Schwerter und sieben der Kelche haben wir eine Verabschiedung. Das heißt, du musst von einem Irrglauben runter. Irgendetwas, was du irgendwie nicht aufgelöst hast, wo du die Wahrheit verkannt hast über einen längeren Zeitraum. Ja, das hier ist die Karte der Illusionen. Ich stelle mir vor, dass es so und so ist und dann hat das gefälligst auch zu, so zu sein. Und das ist völlig egal, worum es geht, ob es da um eine moralische Wertvorstellung geht oder generell auf den Blick der Welt, dass du dir einfach die Welt so gemacht hast, wie du sie dir gerne vorstellst oder vielleicht auch der Irrglauben, dass der Partner so und so ist, obwohl er sich die ganze Zeit anders verhält. Ne? Da musst du weg. Ja, das ist das Ding. Es geht nur weiter für dich, wenn du dich von dieser Vorstellung verabschiedest. Und ein großer Punkt dabei ist hier Königin der Stäbe, die dir wirklich einmal, ja, ich sag mal, sehr unverblümt und sehr offen und ehrlich einmal die Wahrheit auf den Tisch rotzt. Ja, ich sage das deswegen so überspitzt, weil es wird sich nicht gut anfühlen. Aber sie hat einen guten Durchblick, du leider im Moment noch nicht. Ne? Aber hier ist die Chance, den wieder zu bekommen. Okay, schwieriges Thema rund um Weihnachten, wo es ja eigentlich alles schön sein soll, harmonisch und voller Liebe, aber bei dir ist hier ein anderes Thema gerade wichtiger. So, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn das ein schwieriges Thema war, liked das Video gerne. Ansonsten teilt es sehr gerne mit jemandem, der das vielleicht sehen muss. Und ansonsten freue ich mich über ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes, besinnliches, tolles Weihnachtsfest und bis zum nächsten Mal.